Was machen wir, Christian? Wer ist da? Was machen wir, bis wir, wir beginnen? Der Stefan ist da. Stefan ist wieder da. Dominik ist da. Hallo. Hallo. Ich bin auch wieder da. Ich bin eigentlich immer da. Ich bin immer da. Und wir machen jetzt die Mittelkonsole. Wird das eine spannende Folge, glaubst du, oder? Die wird extrem spannend. Also das wird, das ist wie ein Game, ist das. Ja, dann gehen wir es an. Ne? Gehen wir es an. Da bleibt ja nichts über. Ja. Gut, ich bin ruhig. Tu mir den Käfig, das Gestankel wäre da. Ja. Warte! Warte! Ja! Ich warte! Nein, das geht da nicht raus. Wir müssen ihn nach hinten drehen. Wenn die Tür nicht aufgeht. Nein, ich hab die Überidee. Was? Das probieren wir jetzt halt einmal. Das geht nicht, nein. Oder geht das auch wieder nicht? Das wird sich auch nicht ausgehen. Probieren wir das einmal. Nö. Also mein Geduld ist jetzt aufgebraucht. Ist schon vorbei. Ist schon vorbei, wenn du mit dem Rücken hast. Angefangen, ne? Musst du ja raus sein? Nein. Hast du Schere mit? Das wollte ich gerade sagen. Die ist... Stanley-Messer? Messer? Irgendwas? Kann man das nicht reißen? Nein. Ja, klar. Hast du mal Schere jetzt? Ja, sicher muss ich mal scharf fahren. Ich besorge eine Schere. Passt. Hast du auch auf Hochdeutsch? Christian besorgt eine Schere. Vor mir schau. Ich bin über Schere geholt. Aber ist ein Filzstift da? Mit Filzstift kannst du jetzt schneiden. Ja, aber dass man sich ein bisschen was anzeichnet. Da haben wir eine richtige Auswahl, Christian. Da können wir uns die Farbe aussuchen. Ja. Oder? Schwarz und blau und blei. Super. So ist das super. Schau es her. Na, hör auf, wenn ich fahre, weiß, dass ich gehackelt bin. Aber gerade von hinten, wenn die Kamera von hinten kommt, dass das alles passt, das schön liegen, weißt du? Okay. Aber perfekt, schau das aus. Das ist ja Wahnsinn. Also, das ist ja mehr als noch genau. So, das passt schon. Ja, bitte, fertig. Also, ich glaube, dass meine mit einfach reinschneiden quasi schlecht gewesen wäre. Mittlerweile. Okay. So. Da schau! Das zerlegt sich ja komplett! Schau dir das an. Nein, es ist schon erledigt. Nein, das tue mir ich gar nicht an. Das muss noch andere Leute machen. Wo muss ich schneiden? Ist wunderschön gemacht. Kommst du von der anderen Seite? Ja. Ja, was? Da stehen, nein, da stehen wir jetzt an. Dankeschön. Passend tut die Konsole jetzt eigentlich schon soweit. Also mal eigentlich alles freigeschnitten. Das geht jetzt alles schon mal schön aus. Da sehe ich aber gerade, da müssen wir noch kurz nachschneiden. Da geht es immer noch aus, wenn man das, wenn man die sperren will. Noch ganz kurz. Und ja, dann können wir eigentlich schon mit der oberen Blende eigentlich beginnen. Mit der Arbeit, das muss man ja zumachen. Ja. Was ist das? Ja. Macht es da wieder so eine Schablone? Ja. Dann muss ich da noch freischneiden. Und mehr da weg. Wie tun wir da jetzt? Sind wir da rundherum? Machen wir das Abplatten oder mehrere? Ich würde es zwei machen. Da eine und hinten eine. Das heißt, ihr habt das jetzt mit Karton gemacht und. Wir haben jetzt einmal grobe Schablone mit Karton gemacht. Der Shifter passt noch nicht ganz, immer klar, da sind jetzt nur Anpassungsschichten dabei, aber das ist einmal fürs Grobe, das ist so echt nicht schlecht. Und es braucht halt genug Material, dass wir es aus Blech halt nachbauen. Und dann haben wir eine Abdeckung. Ich bin auf seine, am Dominik seine Reaktion gespannt aufs Material. Geschleichtig, Christian! Fragt er, ne? Das ist ja ein Schund. Das ist ein Klump. Das ist ein Klump. Ich weiß, ey. Du hast gesagt, du darfst deine Pläne verwenden. Ich bin jetzt so zum Schraubtadler, aber ich habe gedacht, schau rein, was du da mal dumm kugelt. Das ist ja komplett verknickt. Das ja. Schau das einmal an. Und gefalten ist auch. Das können wir nicht machen. So, das ist das Material. Das ist das Material.
falls du einmal aufhast willst. Es ist die Lederkonsolen. Bitte sehr. Schau das einmal an. Wie das hinlegt. Ich würde es überhaupt so machen. Jetzt will ich es anders überbleiben. Durstig. Gib du. Ich hab noch einen Sparen abgekriegt. Ja gut, Daumen. Das ist ja durchgegangen wie Butter. Ja, Butter, ne? Boah, schau, das passt. Schau, wie das passt, bitte. Was? Das schaut gut aus, Christian, oder? Oh, extrem. Das ist jetzt für... Da hat einmal das Gamer bedient, oder was? Genau, richtig. Das haben wir ja ausgeschnitten, weil der Schaltkleber wieder vorne sitzt. Ja. Das heißt, wir schalten so ein bisschen um das Armaturenbrettel jetzt rein, darum haben wir das ja weggeschnitten. Okay. Und das quasi jetzt dann machen wir uns quasi so einen Tunnel, dass das wieder zu ist. Müssen wir uns dann noch Blech zusammenbasteln. Dass es wieder was gleich schaut. Und das sollte das werden. Genau. Passt das perfekt? Ja, das ist echt eine Frechheit, ne? Das heißt jetzt dann... Was? Genau, also die ganzen mittleren Streifen, die bauen wir jetzt nochmal aus. Und das bringen wir auch zum Sattler. Das da unten lassen wir jetzt einmal... Die Abdeckung lassen wir jetzt einmal rum, so wie es ist. Mhm. Weil die müssen wir in der nächsten Folge dann eben verschrauben und halt verkleben. Und das werden wir nächstes Mal machen. Und nächste Woche, und dann werden wir halt den Teppich auch machen. Aber das, wie gesagt, das, für heute haben wir das eigentlich einmal großteils erledigt. Also wir bauen es jetzt noch aus. Dann überlegen wir mal noch alles haben, dass wir wirklich alles zusammenrichten, was zum Tapezierer gehört. Oder Sattler heißt das ja. Das ist immer Tapezierer, das ist auch Wahnsinn. Und ja. So. Soweit. Soweit so gut. So, was schreiben wir da drauf? Verkleben und überziehen. Verkleben und überziehen. Wir haben jetzt alles fertig für den Sattler zusammen. Wir haben alles fertig für den Sattler, alles hergerichtet. Wir haben im Innenraum eigentlich wieder eine sehr gute Arbeit heute geleistet, nicht? Und aufgrund dessen kann man sagen, Bussi Baba und bis zum nächsten Mal, nicht? Schauen wir was zum Sagen, oder? Ja, meine Lieben, Bussi Baba.